Seid ihr herzlich willkommen. 11. Februar ist ein Portaltag. In diesem Abend werde ich ein Ritual halten. Und dieses Ritual beginnt um 23 Uhr. Die Energieausgleich beträgt 10 Euro, aus der Schweiz 12,50 Euro wegen die Bankgebühren. Was bedeutet eigentlich ein Portaltag? Hier öffnet sich ein Tor Richtung Plejaden. Und diese feinstoffliche Energie hat immer eine heilende Wirkung, befreit uns von Ängsten und öffnet sich ein Tor zum Spiritualität. Welche Themen handelt, das erkläre ich bei dieser Aufnahme. Wann genau ein Portaltag ist, das haben die Mayas berechnet. Also die Quelle ist die Maya-Kalender. Darüber berichte ich jeden Tag in Facebook-Seite unabhängig von Portaltagen. Wenn dich das interessiert, kannst du mich besuchen. Dendera Susanna Medici. In diesem Maya-Kalender gibt es 20 Wellen oder Schwingungen. Eine Welle dauert 13 Tage lang. Das ist wie bei uns die 7-Tage-Woche. Bei Mayas bedeutet die Zahl 13 mystische Zahl und Glück. Sie haben das geglaubt, dass die Zahl 13 Glück bringt. 11. Februar, dieser Portaltag, ist der 4. Tag in 6. Welle. Energetisch bedeutet das, wir brauchen Sicherheit, Stabilität, Struktur, auch finanzielle Sicherheit, auch beruflich, oder wir möchten etwas aufbauen und wir haben gerade die Basis, die Fundament, oder diese Energie bedeutet auch mehr Stabilität in die Liebe, Partnerschaft. Aber diese Energie, was wir gerade erleben, hat auch mit unserer Vergangenheit was zu tun. Entweder denkt jemand an dich von Vergangenheit und kehrt wieder zurück, möchte mehr Stabilität und hat seine Einstellung etwas verändert. Oder kann diese Vergangenheit auch bedeuten, du suchst den Kontakt zu jemand oder du möchtest die Vergangenheit abschließen und planst einen Neuanfang und jetzt hast du die Basis, die Fundament, das auch zu tun. Bei diesem Maya-Kalender gibt es Symbolen. Und in diesem Tag, 11. Februar, haben wir Muluk als Symbol. Muluk bedeutet übersetzt Wasser und auch Mond. Und das steht da in Verbindung. Mond hat schon einen Einfluss auf Wasser, auf Flüssigkeit. Denken wir schon an Ebbe und Flut zum Beispiel oder die Flüssigkeit in unserem Körper, das kann Mond auch beeinflussen. Mond symbolisiert aber noch etwas. Mond symbolisiert unsere Mutter oder Mütterlichkeit, Fürsorglichkeit oder bedeutet die Nacht, die Wünsche, die Träume und Sehnsüchte. Und Wasser hat mit unseren Gefühlen was zu tun. Wasser symbolisiert Gefühlen. Astrologisch gehört dazu die Tierkreiszeichen Krebs, die Tierkreiszeichen Skorpion
und die Tierkreiszeichen Fischen. Und im Krebs herrscht sogar Mond. Ich möchte astrologisch auch noch etwas dazu sagen. Auf diesem Tag, 11. Februar, haben wir immer noch eine Verbindung zwischen Jupiter und Merkur und das ist Spannung. Das kann Missverständnissen sein oder unangenehmen Gesprächen oder Ungerechtigkeiten. Kann auch bedeuten, dass jemand sagt dir etwas und das verletzt dich und findest es auch ungerecht. Oder du möchtest etwas aufbauen, hast du Chancen, Möglichkeiten, das Glück ist da und jemand versucht es zu verhindern oder dich überreden, du sollst es nicht tun. Wir haben andere Verbindung auch und das löst Uranus aus. Uranus bedeutet Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse. Uranus steht mit beiden Mondknoten in Verbindung. Die eine Mondknoten zeigt unsere Vergangenheit. Und das nennt man Ketu, die absteigenden karmischen Knoten. Zwischen Ketu und Uranus ist eine seltsame Verbindung und diese Verbindung nennt man Quinkungs und bei einem Quinkungs wissen wir nicht, was kommt. Ich kann das so erklären. Stell dir vor dir ist eine Pendel und jemand fragt, sollst sagen, in welche Richtung schlägt diese Pendel aus, wenn überhaupt bewegt sich. Und was wäre deine Antwort? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht bewegt sich nach links, vielleicht nach rechts oder bleibt stehen. Man weiß nicht. Und genau das ist diese Verbindung zwischen Uranus und Ketu. Hat mit Vergangenheit was zu tun, mit Erinnerungen was zu tun, mit Veränderungen was zu tun, vielleicht Kontakt mit jemand von Vergangenheit, was diese sechste Welle auch zeigt. Und wenn jemand sich meldet, dann kannst du damit nicht viel anfangen, weil du weißt nicht, was diese Person möchte. Bleibt er oder geht zum Rückzug oder möchte dich ausnützen oder kommt mit guten Absichten und hilft dir. Deine Antwort wäre, ich weiß es nicht, was er will. Ich habe keine Ahnung oder was sie will. Ich habe keine Ahnung. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen. Steht mit Rahu auch in Verbindung. Die beiden verbindet sich ein Halbsextil. Und das ist was Positives, das ist gut. Zeigt Veränderungen, zeigt die Zukunft, zeigt Entscheidungen und auch Vertrautheit. Diese neue Richtung wird für dich vertraut. Jetzt kannst du etwas aufbauen, aber spreche das nicht an. Wir haben eine Merkur-Energie, was ein Hindernis sein kann momentan. Sondern besprich nur mit diesen Personen, die du wirklich vertraust oder behalte das für dich. Aber die Energie für einen Neubeginn, das ist sehr, sehr gut. Uranus, Umbrüche, Veränderungen, Rahu, auch Veränderungen, aber hier kommt eine neue Richtung und das beeinflusst positiv gerade deine Zukunft. Aber Vergangenheit abschließen und auch ein bisschen schweigen.
Also in diesem Tag, dieses Ritual eignet sich dafür. Heilung, Angstbefreiung, Vergangenheit loslassen, einen Überblick haben, wer mit welchen Absichten kommt, Veränderungen, eine neue Richtung, klare Entscheidungen. Und das war diese Aufnahme. Ich würde mich freuen, wenn du deine Meinung im Kommentar schreibst. Oder wenn dieser Video gefallen hat, dann freue ich mich auf ein Like oder wenn du meinen Kanal abonnierst. Selbstverständlich kannst du im Facebook mich besuchen, Dendera Medici oder Dendera Susanna Medici. Dort sind die Maya-Kalender, die täglichen Berichte darüber. Und ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe, eure Dendera.